überall Magnetfischer. Also ich schätze bestimmt 100 Leute. Also zumindest haben sich 100 Leute angemeldet. 150 Leute sollen es wohl werden. Wenn man rein die Straße hier lang guckt, überall laufen hier wirklich Leute mit ihren Magneten rum. Das ist schon so geil. Guck mal da, da gibt es gerade oben eine Jalousie. Wird rausgezogen. Also selbst da oben gibt es noch. Daumen ist Reinhard. Lieben Gruß, denkt immer dran, schön. Gute Magnete gibt es halt vom Magnetar. Na, immer schön zugreifen. Wunderschön hier überall. Schön Brücke runtergehen. Hier wird gefischt. Da unten wird eingesammelt, der ganze Müll. Wir gehen jetzt nach rechts rüber, da wo die anderen Leute auch alle sind. Die werden da hinten mal fischen. Schickes, ein Teil von einer alten Kanne. Oh, sehr cool, schön, oder? Kannst du mal einen Eimer packen? Ja. Ja. Wir haben es gleich. Ach komm, jetzt ziehst du uns weiter. Warte kurz. Ja, Kamera läuft auf jeden Fall. Mal kontrollieren zwischendurch. Oh, das. Oh. Ich rutsche total. Oh. Nee, Scotty, es wäre schön gewesen, wenn ein Fahrrad wäre. Hä, hey, wie bin ich hier auf? Müsste es ausdrehen, das heißt, es ausdrehen. Alter. Ups. Komm, save mich wieder. Einfacher. Lass dahin los und save mich nur. Du hast dir voll Zeug gegeben. Hast du? Ja. Ich hab's. Alle, geht nicht. Zieh du mal zuerst ab. Ja, 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 ja. Good job. Good job. Thank you very much. Oh my god, look at this magnet, hey? Have a look at this for the double beast, is that what you call it? They're barbarians. Barbarian, the other one. So one of these magnets is bigger than the beast, it's called the barbarian. And he's got two of them. There's my canal shower for the day. Bondi ist auch mit am Start und schaut schon mal nach, was es so schön drin ist, aber das sieht nur nach Schlamm aus. Scotty kommt auch schon, aber seht ihr, von beiden Seiten wird hier gefischt, also wenn hier nichts rauskommt heute. Schau mal, gut, dann bereiten wir uns auch mal vor. Erster Wurf, ein Treffer. Das hier an. Ganzer Magnet voll wieder. Was? Dachte? Dein ganzer Magnet geht. Oh, hier ist ein bisschen Stahlträger unten, Scotty. Hab ich gesehen. Oh, ich fast weggerissen. Hast du gesehen? Hier wird sie nicht reinfallen. Da drin gibt es einen Roller. Mich ist fast weggerutscht hier. Nee. You two again. YouTuber again. What have we got? What? What have you got? Giant piece of. Oh, oh the shit. Double magnet. Lost it. Are you stuck, are ya? Yeah. Oh. Do you want me to help you? Maybe you can pull the rope. Yeah, I think. Oh, prominente Hilfe. Let me try it. Oh, it's stuck right in between. Oh my god.
Yeah. Okay, I can get it here. Komm, da ist Erfahrung da drin. Krass. Im Reinfallen? Im Reinfallen habe ich auf jeden Fall Erfahrung. Aber das ist aber gut. Ich versuche mit dem Schwung, was hältst du davon nochmal? Ich versuche mit dem Ruck. Schaffst du nicht. Klimmt dich hier drunter. Und hält mich fest. 1, 2, 3. Oh, we got it. You almost fell in. So close. Ja, genau. Gut, raus haben wir ihn und ich wäre fast drin gewesen. So. Kommt auf jeden Fall schon wieder was. Teil vom alten Topf auf jeden Fall. Mal hier rauflegen auf den Berg. Sehr cool. Jetzt. Oh, ein Fahrrad, Scotty. Brauch Hilfe. Komm mal ran mit der Hand, bitte. Ja. Oder noch nicht. Jetzt habe ich es gut. Ja, bist du drin. Martinschick. Thank you. No problem. Und wieder eins. Und da werden noch mehr kommen heute, glaube ich mal. Das ist ein Motorroller heute. Wenn man hier lang guckt, den Weg einmal. Das ist schon echt geil. Überall fliegen die orangenen Seile ins Wasser. Sehr, sehr cool. Gut, jetzt machen wir unseren Ufo fest und dann geht's los. Ein halbes Fahrrad und noch ein ganzes Fahrrad. Fahrrad, 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 Fahrrad. Ich mache hier mal einen Berg hin. So, wir laufen mal so ein bisschen hier im historischen Kern von Utrecht lang. Da, wo wir eben waren, da gab es ja gar nichts. Jetzt sind wir an einer kleinen Brücke und einem Kanal. Und da fangen wir gleich an. Spachtel. Mit einem richtig geilen, fetten Spachtel. Oh. Ja. Geil. Ab in den Eimer mit. Naja. Und Kronkorken haben wir ein paar. Nee! Ja, du gehst ja auch dahin, wo die jetzt schon 5 Fahrräder rausgeht, um 6. Was? Dann holt halt 7. raus und? Aber jetzt holt nur Steine irgendwie hier, wenn ich dich umdrehe. Ein Gefühl. Ah, du weißt ja, abgefischt gibt's nicht. Fleißig. Junge, Junge, Junge.
Ah, drüben lang geht halt dran aus. Ah, mal gucken. Es looks good. Old gun. Oh no. Und auch dir einen schönen Tag. Schon. From a window. Ja. Ja, ja, genau. Und was ziehen wir raus? Ah! Oh, was ist das? Der alten Gulli. Oh. Kann auch Fenster sein. Oh. Schönes R gezogen. Und hepp. Und weil. Jetzt läuft's. Du wirst richtig lachen. Ich werde lachen. Du wirst richtig lachen. Zeig mir, warum ich lachen werde. Du wirst richtig lachen. Nagel. Nee. Ha, siehst du den Karabiner? Was? Den Karabiner, siehst du den? Ja, was macht man am Karabiner fest? Bitte nicht. Was macht man am Karabiner fest? Ein Magneten. Oh! Ein Magneten. Einfach aus Spaß mal eine Seil binden und sagen, rein und ziehen, möchte ich mal werfen. Das der ist da wohl der Hammer. So ihr Lieben. Das war's dann heute aus Utrecht mit den krassen Funden, die hier überall sind. An jeder Ecke haben wir einen kleinen Berg hier zusammengelegt, da drüben, dort, hier. Teilweise haben wir es nicht mal geschafft, die Kamera anzumachen. So schnell kamen die Funde und die Akkus konnten gar nicht so schnell gewechselt werden, wie hier wirklich das Müll aus dem Wasser kam. Da drüben wird noch fleißig weitergemacht. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Abo und ein Like da, aktiviert die Glocke. Schaut auf Instagram vorbei, schaut auf TikTok vorbei und natürlich auch sehr, sehr gern bei unseren Maskottchens Mini-Movies. Da blenden wir auch ab und zu noch ein paar kleine Sachen ein. Da drüben geht's weiter, da liegt auch noch ein Fahrrad, da hinten liegt auch noch wieder ein Fahrrad. Wir werden kurz noch eine Runde zum Bondi Terrasion Hunter gehen, dem Live, und werden mit ihm noch kurz einen Plausch halten und noch ein kleines Eis essen hier im schönen Utrecht. Und nächstes Jahr sind wir natürlich auch mit dabei beim Magnetfischen Day, beim Global Magnetfischen Day, der ja überall ist. Mal gucken, wo wir nächstes Jahr stattfinden wird. Dann bis später.